Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Berliner, liebe Frau Billig, Sie haben gerade ernsthaft gesagt, die Tram fährt umweltfreundlicher als die U-Bahn, auch wenn die U-Bahn keinen Pantographen hat, sondern den Strom nicht von oben nimmt. Die hat eine Stromschiene an der Seite. Beides fährt mit dem gleichen Strom. Aber weiter zu diesem Antrag. Dieser rot-rot-grüne Koalition hat in 4 Jahren bewiesen, dass sie für die Berliner nichts erreicht und anstatt Probleme in Berlin zu lösen, nur neue Probleme schafft. Das gilt auch für das Flaggschiff der grünen Verkehrssenatorin, den ÖPNV. Die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs wird zwar seit 4 Jahren angekündigt, leider bleibt es aber bei der Ankündigung und es bessert sich nichts. Während man bereits in den 80er Jahren mit dem Slogan U-Bahn-Bau hilft gegen Autostau warb, setzt diese Stadt alles daran, den Verkehr noch weiter zu behindern. Jetzt will Rot-Rot-Grün die Straßenbahntrassen sogar in den Flächennutzungsplan einzementieren, um Stadtplaner und Bauherren auch nach der Abwahl dieser sozialistischen Koalition mit ihrer Ideologie weiter zu behindern. Berlin braucht keine sozialistische Wartegemeinschaft mit Straßenbahn, Autos, Zweirädern und Fußgängern. 40 Jahre Sozialismus und Drangsalieren der Bürger im Osten Berlins waren bereits zu viel für diese Stadt. Berlin braucht jetzt ein mutiges, zukunftsfähiges Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr für die nächsten Jahrzehnte. Genauso wie eine zukunftsfähige Wohnraumplanung für die Bürger dieser Stadt. Aus gutem Grund ist die Tram ein Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert in einer Millionenstadt, nur noch am Stadtrand eingeschränkt sinnvoll und hat als ideologisches Projekt dieses Senates rein gar nichts im Flächennutzungsplan zu suchen. Wer Berlin fit für die Zukunft machen will, muss S-, U- und Regionalbahn ausbauen, auch am immer weiter wachsenden Stadtrand. Wir als AfD-Fraktion haben dazu bereits mit unserem Verkehrskonzept viele Projekte für Berlin vorgestellt. Lesen Sie es. Zu Ihrem ideologischen Antrag auf Zementierung von Straßenbahntrassen im Flächennutzungsplan. Diesen Antrag werden wir natürlich ablehnen. Vielen Dank.